So, wir sind da, Kinder. Frankfurt, oder was? Wir sind jetzt hier am Main. Und wir gehen jetzt zum Held der Steine, wo wir schon mal hier sind. So, einfach ganz unscheinbar hier im Wohnviertel. Da ist er gelegen. Das ist sein Geschäft. Nein! Keine Tassen mehr! Ach, gucke mal, aber offen müsste er sein, oder? Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Aufseher von VTG in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, an einem fantastischen Tag. So, und schaut mal, wen ich mitgebracht habe. Richtig, die 2023 aus dem Hause Voltec Germany. Ich komme aus Berlin und die beiden. Wir drei aus NRW, genau. Wir sind halt wegen dem Event in der Mitte. Nee, du siehst, wie schlecht meine geografischen Kenntnisse sind. Bei Gelsenkirchen kenne ich, das ist so eine Stunde von hier etwa, ne? Ein bisschen weiter. Aber ganz klein bisschen. Aber ist ja super winzig hier drin. Ja, okay. Wir kommen ja hier mal vorbei. Weihnachtsfeier sind wir. Eine Weihnachtsfeier, genau, von einem Spielepublisher von Bethesda. Heute im Waxies, im Irish Pub, genau. Von was für einem Publisher? Hier, der bringt hier beispielsweise Fallout oder Skyrim raus und so weiter. Okay, genau. Ja, stark. Und wir sind so quasi so die Vorsitzenden der deutschen Community, wenn man so möchte. Und dann haben wir gedacht, wenn wir schon hier sind, kommen wir mal hier spontan vorbei. Ja, unbedingt. Sehr schön. Der Verkäufer, der kennt einfach jemanden aus dem Umfeld von Menas Moos und hat uns gerade empfohlen, dass in die Richtung an der Hauptstraße links der legendäre Kahn-Kiosk aus den Menas Moos-Videos zu finden ist. Da gehen wir jetzt als nächstes hin. Ich mag Bier. B-I-R. Mama sagt, bitte sauf weniger. Ich mag Bier. B-I-R. Ich wünsche mir ein Bier, das wo geht, nie leer. Ist hier irgendwo ein Menas Moos-Sticker? Bestimmt, oder? So, der Gary hat hier bei Rewe einfach Sachen aus dem Atom-Shop entdeckt. Einfach ein schäbiger Rip-Off. Da versucht jetzt Rewe hier schon aus Fallout 76 Profit zu schlagen. Unlizenziert wahrscheinlich. Steht nicht mal Bethesda am Etikett. Ey, alle sagen immer, wie hässlich Frankfurt ist, aber Frankfurt ist ja mega schön, Freunde. Guckt euch das mal an hier. Also, ich bin total positiv überrascht. Ich habe hier so ein bisschen was wie Walking Dead. Also so ein bisschen hier wie bei uns zu Hause in Duisburg erwartet. Ist einfach wunderschön. Crazy. So, Friends. Auf ins Waxies. So, Kinder, seid ihr bereit? Total bereit. Sehr schön, dann rein in den Aal. So, Friendos, wir sind endlich drin, haben schön oben uns eine Lounge gesichert und holen uns jetzt hier Cocktails. Da ist die Steffi, hallo Steffi! So, Gary kriegt jetzt hier einen Skoma und einen Wasteland. Skoma Light, weil ich ein bisschen weniger alkoholisch bin. So, wir haben uns hier so eine kleine, aber feine Lounge gesichert. Ein paar sind gerade noch unten Getränke holen. Und direkt neben uns ist einfach so ein Roulette-Tisch. Da wird einfach gerade Roulette gespielt. Also richtig hier Atlantic City Bites auf jeden Fall. So, Freunde, wir spielen hier Wer bin ich? Noch ist niemand erraten worden. Einfach nur für die Facebook-Gruppe, ich will es festhalten. So, Gary ist gerade dran. Gary, zeig mir mal einmal kurz in die Kamera, wer du bist. Okay, Gary, frag nochmal. Ich habe also mehr als Tiergliedmaße. Frag was anderes, Mann! Da geht's gleich drauf, Freunde. Da sind wir gleich weg, bisschen ja. Ja, wir stehen schon da und kannst noch mehr warten. So, Freunde, jetzt habe ich leider gar nicht so viel gefilmt, wie ich geplant hatte heute Abend. Hatten trotzdem einen super lustigen Abend. Allerdings konnten wir leider anders als geplant nicht Country Road singen. Wir hatten uns zwar eingetragen auf die Liste, wurden dann aber kurz bevor wir dran waren irgendwie runtergeschmissen, weil der Plan wohl war, dann den Song zu allerletzt mit der gesamten Kneipe oder dem gesamten Pub zu singen. Und das war dann irgendwie a cappella statt mit Instrumental und das war im Rahmen seiner Möglichkeiten, sagen wir es jetzt mal positiv. Aber wird sicherlich noch eine Möglichkeit geben, Country Road zu singen. Ich habe es versucht, ja, keiner kann mir sagen, ich habe mich gedrückt, ich habe mich auf die Liste eingetragen und kurz bevor ich dran war mit den Leuten, sind wir runtergeflogen. Keine Ahnung, wer das verbrochen hat. In diesem Sinne, Freunde,
sehen wir uns hier morgen wieder. Ciao, ciao. So, Friendies, Tag 2 in Frankfurt am Main. Wir besuchen heute Bethesda, da ist natürlich heute am Samstag niemand. Aber ich will zumindest mal sehen, wie die Damen und Herren bei Zenimax Deutschland residieren hier in Frankfurt. Guck mal, Freunde, da sind wir. Da sind wir bei Zenimax Deutschland, aka auch Bethesda Deutschland. So sieht's hier aus, Freunde. Jetzt müssten wir ja eigentlich Country Road singen. Einfach als Vergeltung dafür, dass wir gestern dieser Möglichkeit beraubt wurden. Ich würde es bringen, den anderen wäre es peinlich, deswegen muss ich mich aus Gruppenzwang jetzt der Mehrheit beugen. Ach, nicht Gerrit? Willst du doch singen? Du willst doch auch eigentlich gar nicht. Guck mal, Freunde, da ist es. Bethesda It Software. Schaut mal, Freunde, hier steht sogar der Weihnachtsmannstuhl aus dem Atom Shop. Hier wird einfach alles geklaut. So, Miriam geht drauf. So, Miriam, du weißt, was die Tradition in unserem West Virginia Urlaub war. Wir wollen jetzt hier im Kaufhaus den Mottenmann-Tanz. Nein, Spaß. Okay, er geht los. Sehr gut. So, Freunde, wir gehen jetzt hier noch in Napoleon und dann heißt es schon wieder Abfahrt auf Richtung Ruhrgebiet. Und den ganzen Saal hier für uns, die Astor Lounge. So, ich weiß nicht, was ihr gewohnt seid, Freunde, aber das haben wir zuletzt in Washington DC gesehen, dass man hier die Stühle so zu Liegen ausklappen kann, indem man hier die, die Knöpfe betätigt. Ich kann mir nur die Speisekarte anzeigen lassen, aber nicht. Nee, bestellen. Du kannst am Platz auch bestellen, meinte hier der, ja, wie? Der Kinomann. Kino war nice, aber jetzt geht's zurück in den Ruhrpott. Anderthalb schöne Tage hier auf jeden Fall verbracht in Frankfurt. Und jetzt ruft das heimische Bett. Vielleicht besuchen wir ja mal Bethesda, wenn die geöffnet haben. Vielleicht lassen die uns ja mal in die heiligen Hallen, wer weiß. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.